Kommunen. Die erste Rednerin für die Bundesregierung ist die Bundesministerin Clara Geiwitz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, für Umbaupausen haben wir natürlich im Bauministerium jederzeit großes Verständnis. Ich freue mich über Ihr Interesse an der Debatte, denn es geht um eine der zentralen Fragen, die die Menschen zurzeit umtreiben in Deutschland. Viele Menschen machen sich Sorgen, wie sie ihre Wohnung beheizen, wie sie die Kosten dafür tragen können. Und deswegen ist ein drittes Entlastungspaket vorgestellt worden, wo ein ganz wesentlicher Punkt die Stärkung des Wohngeldes in Deutschland ist. Das ist in der Geschichte der Bundesrepublik die historisch größte Reform des Wohngeldes, die jemals geplant wurde. Und sie wird dabei helfen, dass wesentlich mehr Menschen als bisher diese Unterstützung bekommen, um ihre Nebenkosten zu tragen. Denn wir werden zum einen einen erneuten Heizkostenzuschuss auf den Weg bringen und zum zweiten, weil natürlich klar ist, dass die Nebenkosten auch in den nächsten Jahren nicht wieder auf das niedrige Niveau so schnell zurückkommen, ihn dauerhaft implementieren in das Wohngeld. Und was ganz wichtig ist, mehr Menschen müssen in Deutschland einen Anspruch auf Wohngeld haben. Dazu zählen viele Rentnerinnen und Rentner, aber natürlich auch Familien mit geringem Einkommen, aber auch Menschen in selbstgenutzten Häusern. Wichtig ist, dass dieses Geld schnell ankommt. Wir werden uns sehr, sehr anstrengen, und ich setze auch auf Ihre Unterstützung im parlamentarischen Verfahren. Denn die Zeit drängt und die Menschen machen sich große Sorgen, wie sie in der Lage sind, ihre Nebenkosten auch zu bezahlen. Und dabei werden wir ihnen helfen. Aber das, was wir jetzt sehen bei der Entwicklung der Gaspreise, das wirft seinen Schatten natürlich nicht nur im privaten Bereich, sondern auch bei der Bauindustrie, auch bei der Wirtschaft, bei der Wohnungswirtschaft. Und deswegen haben wir auch in unserem Entlastungspaket eine Unterstützung vorgesehen für die Wohnungswirtschaft, damit sie nicht in Liquiditätsprobleme kommt. Der Haushalt des Bauministeriums, den wir jetzt diskutieren, ist geprägt von den Herausforderungen in diesem Bereich. Das eine ist die Frage, wie können wir in Deutschland mehr und besser Wohnungen bauen, auch preiswerte Wohnungen schaffen. Dazu habe ich das Bündnis für den bezahlbaren Wohnraum ins Leben gerufen, wo wir gemeinsam mit der Bau- und Wohnungswirtschaft, aber auch mit Gewerkschaften, Mietervereinen, dem Behindertenbeauftragten, Umweltverbänden und natürlich den Ländern und Kommunen beraten, welche Maßnahmen wir ergreifen. Und wir werden die Ergebnisse vorstellen am 12. Oktober gemeinsam mit dem Bundeskanzler. Und was Sie dem Plan entnehmen können, ist, dass wir jetzt deutlich die Mittel erhöht haben für den sozialen Wohnungsbau. 2,5 Milliarden stehen zur Verfügung. Und als einen weiteren Anreiz, um zu investieren im Bereich des Wohnungsbaus, haben wir auch die AFA von 2 auf 3% erhöht. Und ich habe mich mit Christian Lindner verständigen können, dass das bereits zum 1. Juli 2023 passiert. Wir werden konzipieren eine Neubauförderung, um zu unterstützen den Bau von klimafreundlichen Wohnhäusern, aber natürlich auch, um Familien bei ihrer Eigentumsbildung zu unterstützen. Dafür stehen zurzeit 1 Milliarde Euro aus dem KTF für unser Haus zur Verfügung.
Wir werden im nächsten Jahr auf den Weg bringen, eine Unterstützung für junge Menschen, die brauchen Studentenwohnheime, die brauchen aber auch Azubi-Wohnheime. Und hier werden wir noch mit den Ländern eine besondere Vereinbarung, ein besonderes Programm auf den Weg bringen. Und wir nehmen auch jene in den Blick, die keine Wohnung haben. Wir werden starten die Arbeit am nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit. Ergänzt werden muss das natürlich auch um Maßnahmen anderer Ressorts. Ich denke nur etwa an die mietrechtlichen Regelungen, die wir vorhaben im Bereich des Justizministeriums. Wichtig ist, dass wir modernisieren, dass wir die Produktivität der deutschen Bauwirtschaft unterstützen. Und da ist Building Information Modeling, die Digitalisierung des kompletten Bereiches, eine wichtige Maßnahme. Aber natürlich müssen wir bei allen Bereichen des Neubaus auch immer den Klimaschutz mitdenken. Wir haben eingeführt das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. Und es beginnt sich im Markt durchzusetzen, weil es hat einen breiteren Ansatz, der nicht alleine nur fokussiert auf die Energieeffizienz, sondern den Lebenszyklus des Gebäudes in Betracht nimmt, aber auch die Materialien bewertet nach ihrer CO2-Bilanz. Und das passt ganz wunderbar auch zu unserer in Erarbeitung befindlichen Holzbauinitiative, wo ich auch noch mal Dank sage an das Bundeslandwirtschaftsministerium für die gute Kooperation. Denn die Frage ist, wie wir unseren Wald nachhaltig bewirtschaften, sodass er auch für die Bauwirtschaft zur Verfügung steht. Unsere Städte und Quartiere müssen sich anpassen an den Klimawandel. Hier auch noch mal Dank an den Bundestag für das Programm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Damit können wir mehr Frischluftschneisen finanzieren, Wasserflächen, so wichtig, aber natürlich auch mehr Grün in der Stadt. Insgesamt ist die Städtebauförderung mit 790 Millionen Euro auf einem hohen Niveau. Und hier setzen wir auch bei allen Maßnahmen, die finanziert werden, auf einen Klimaschutz. Denn wichtig ist, dass unsere Städte auch in Zukunft Orte sind, wo man gerne hingeht, wo mit einer hohen Aufenthaltsqualität, und dass wir auch die Gefahren in den Blick nehmen und ihnen vorbereiten, sei es nun zum Beispiel stark Regenereignisse oder Hitze im Sommer. Und ganz wichtig ist, viele Sportvereine, die machen sich große Sorgen auch über ihre Nebenkosten. Und natürlich ist die CO2-Bilanz insbesondere von Schwimmbädern eine schlechte. Deswegen danke ich auch noch mal dem Deutschen Bundestag, dass er die unglaubliche Summe von 476 Millionen Euro auf den Weg gebracht hat. Und dieses Geld, diese 476 Millionen Euro, die stehen für die Sportvereine zur Verfügung, die stehen für Jugendeinrichtungen und Kultureinrichtungen zur Verfügung. Das Geld kann aktuell beantragt werden, die Projektskizzen können in mein Haus geschickt werden. Und dieses Bauministerium weiß um die große Kraft der Städte, aber auch um die Transformationsaufgaben der Städte, sei es die Urbanisierung, sei es die Verkehrswende, die Bauwende, aber natürlich auch die Wärmewende. Das sind alles Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, und zwar nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit. Und deswegen haben wir den G7-Track das erste Mal gestartet. Und ich bin froh, dass auch mein japanischer Kollege angedeutet hat, dass er ihn weiterführen will. Und nächste Woche treffen sich erstmals im Rahmen von G7 auch die Stadtentwicklungsministerinnen und Minister in meiner Heimatstadt Potsdam, um genau die Fragen zu bearbeiten, wie schaffen wir es, dass unsere Städte sich an den Klimawandel anpassen, aber dass sie auch resilient und integrativ sind. Und ein wichtiger Punkt in meinem Bereich ist natürlich auch die Transformation im Bereich des Bauens. Hier passiert viel. Eine Frage ist, wie bauen wir effizient, wie bauen wir auch flächensparend, aber natürlich auch, wie schaffen wir es, die Produktivität deutlich zu erhöhen. Es gibt Branchen, die sind da schon ganz, ganz weit vorne, was die industrielle Produktion ihrer Produkte anbelangt. Im Baubereich ist man da häufig noch sehr in der Manufaktur unterwegs. Aber hier ist es notwendig, dass wir aus dem Bereich des seriellen Bauens, des modularen Bauens, aus einem kleinen Bereich wirklich einen großen machen. Deswegen unterstützen wir auch hier die Bauforschung. Es sind jetzt gerade sehr viele Firmen auch unterwegs, sich zu gründen, um in Größenordnung auch seriell zu bauen. Und wir werden auch im Bündnis für bezahlbares Wohnen die Regelungen mit den Ländern besprechen, die es braucht, damit man auch in Größenordnung in Deutschland seriell bauen kann. Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion ergreift das Wort der Kollege Dr. Jan-Marco Lukta.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Unser Land geht momentan durch eine schwere Krise. Die Inflation galoppiert, die Preise für Lebensmittel, für Strom und Gas steigen und steigen. Die Menschen sind verunsichert und viele Unternehmen sind jetzt schon in ihrer Existenz bedroht. Und diese Entwicklung, die macht natürlich auch vor der Baubranche nicht Halt. Schon die allgemeine Preisentwicklung ist mehr als beängstigend. Bei den Baukosten ist es allerdings so, dass die noch viel, viel stärker steigen. Holz zum Beispiel hat sich binnen Jahresfrist um 60% verteuert. Betonstahl um die Hälfte. Und wenn man mal die letzten zwei Jahre in den Blick nimmt, ist der Baupreisindex um rund ein Viertel gestiegen. Und das hat ganz unmittelbare Auswirkungen auf die Menschen. Die FAZ hat heute getitelt: Harte Landung für die Baubranche. Die Party am Bau ist vorbei. Und das bedeutet ganz konkret, dass junge Familien zum Beispiel ihre Grundstücke zurückgeben können, weil sie sich ihren Traum vom Eigenheim nicht mehr leisten können. Aufträge werden reihenweise storniert, Projekte zurückgestellt oder gleich ganz gestrichen. Und besonders dramatisch stellt sich die Situation beim Wohnungsneubau dar. Ganze 18% ist der Auftragseingang zurückgegangen. Und dennoch, Frau Ministerin, halten Sie ganz unbeirrbar an Ihrem Ziel fest, 400.000 neue Wohnungen zu bauen. In der Branche schüttelt man über diese Vogel-Strauß-Politik nur noch den Kopf. Das hat schon etwas von Realitätsverweigerung. Aber ich sage mal so, Politik fängt doch immer mit dem Betrachten der Realität an. Nur dann kann man auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Und dass Sie die Realität nach wie vor verweigern, das sieht man an diesem Haushalt. Dafür ist er der beste Beleg. Statt stabiler Rahmenbedingungen, statt einer in der Höhe angepassten und verlässlichen Förderkulisse sucht man hier alles vergebens. Diese Chance ist verpasst. Stattdessen ist der Haushalt ambitionslos, lückenhaft und ersetzt vor allen Dingen auch falsche Akzente. Bewährte Programme, die wir gehabt haben, Städtebauförderung, altersgerechter Umbau, Neubauförderung, die sind zusammengestrichen worden oder gerade mal auf unseren Druck als Unionsfraktion auf das Nötigste aufgestockt worden. Neue Programme, mit denen Sie vielleicht auch neue Akzente hätten setzen können, Fehlanzeige, die gibt es dort nicht. Ich meine, ich kann das irgendwie verstehen, Frau Geiwitz, dass Sie ein paar Anlaufschwierigkeiten auch haben. Das ist ein neues Thema, das sind große Herausforderungen und das Haus muss natürlich auch erstmal aufgebaut werden. Aber dennoch, Sie sind jetzt 9 Monate in der Regierung und man hat den Eindruck, Sie sind immer noch in der Orientierungsphase. In der Immobilienwirtschaft hört man die Klage, dass Ihnen Ansprechpartner im Haus fehlen. Anfragen bleiben monatelang unbeantwortet und ein Organigramm, was ja mit Blick auf die Transparenz sicherlich auch ganz wünschenswert wäre, das gibt es bis zum heutigen Tage immer noch nicht. Das ist unzureichend, das wird der Größe der Aufgabe nicht gerecht. Aber ich will mal sagen, einer hat sich ganz offensichtlich sehr gut eingearbeitet, Robert Habeck. Der gibt nämlich im Kabinett beim Thema Bauen und Wohnen den Ton an. Nur leider macht er das mit ziemlich fatalen Folgen. Mehrmalige Förderstopps, totale Verunsicherung, einbrechende Neubauzahlen. Darüber kann man nur den Kopf schütteln, was er dort macht. Das ist natürlich jetzt ganz sinnvoll und durchaus auch ein Erfolg. Sie würden jetzt wahrscheinlich sagen, aber die Neubauförderung, die haben wir jetzt nur ins Bundesbauministerium reingeholt. Ja, das ist auch gut, das unterstützen wir auch. Aber angesichts dieser neuen Zuständigkeit haben Sie ganz offensichtlich vergessen, dafür auch die notwendigen Finanzmittel bereitzustellen. Nämlich bei den Verhandlungen, was in welcher Höhe zukünftig gefördert wird, da hat sich nämlich wieder Robert Habeck durchgesetzt. 14 Milliarden Euro soll es insgesamt an Mitteln geben. 13 Milliarden davon gehen ins Wirtschaftsministerium für die Sanierung und nur 1 Milliarde Euro steht für den Neubau zur Verfügung. Es steht also 13 zu 1 für Habeck. Ich finde, das ist eine ziemlich unbefriedigende Bilanz. Und man merkt dabei ja auch eine fundamentale Verschiebung der Prioritäten. Im Koalitionsvertrag zum Beispiel hieß es noch im Wohnungskapitel, dass Bezahlbarkeit des Wohnens an der ersten Stelle kommt, das klimaneutral erst an der zweiten. Also der Bau neuer Wohnungen, der war priorisiert. Die Reihenfolge hat sich, jedenfalls wenn man die Finanzmittel und die Verteilung anlenkt, ganz offensichtlich geändert. Und ich finde, das ist natürlich ein Zielkonflikt. Klimaschutz auf der einen Seite, Neubau, Bezahlbarkeit auf der anderen Seite. Das ist einer, aber so wie Sie den auflösen, nämlich total einseitig zugunsten des Klimaschutzes, das wird der Aufgabe, die Sie haben als Bauministerin, nicht gerecht. Und auch sonst hat man den Eindruck, der Koalitionsvertrag, der zählt offenbar nichts mehr. Sie kündigen da durchaus ja einige sinnvolle Instrumente an. Eigenkapital ersetzende Darlehen, Tilgungszuschüsse, Zinsverbilligung beim Eigentumserwerb, Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Was ist daraus geworden? Nichts. Nada, niente. Im Haushalt finde ich sich dazu nur gähnende Leere. Kein einziger Ansatz ist dazu zu finden. Wenn es konkret wird,
Bei der Eigentumsförderung, wenn es konkret wird, den Menschen den Traum von den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, liefert diese Regierung nichts. Die FDP hat alle in Stich gelassen. Wir hatten ja ein bisschen Hoffnung, aber da gibt es offensichtlich keine Kraft mehr bei Ihnen vorhanden. Frau Ministerin, die Immobilienwirtschaft und auch viele bauwillige Familien, 10.000 sind das in unserem Land, die können nicht länger warten auf ein arbeitsfähiges Bauministerium. Und wir haben ein hohes Interesse daran, dass 2023 nicht wieder ein verlorenes Jahr für den Bau wird. Und deswegen ist es für uns so wichtig und fordern Sie auch auf. Wir brauchen in dieser Krise eine starke Fürsprecherin am Kabinettstisch, die auch mal auf den Tisch haut und den ehrgeizigen Zielen dann endlich auch Taten folgen lässt. Statt den Preisen und der Verunsicherung müssen endlich die Neubauzahlen steigen, meine Damen und Herren. Und deswegen, Frau Ministerin, fordern wir Sie auf, seien Sie selbstbewusst, setzen Sie sich im Kabinett gegen Robert Habeck durch, sorgen Sie für Planungs- und Investitionssicherheit, schaffen Sie eine verlässliche Förderkulisse, stellen Sie die notwendigen Mittel bereit für Neubau und für die Eigentumswerbung, sorgen Sie für die Freibeträge, machen Sie keine Energiesparverordnung, die alles nur noch komplizierter und teurer machen und am Ende wenig bringen. Und wenn Sie diesen Weg gehen, Frau Ministerin, dann stehen wir Ihnen als Unionsfraktion gern zur Seite und helfen auch, wenn es mit Robert Habeck mal wieder nicht klappt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lutschak. Als nächster Redner das Wort der Kollege Markus Kurt, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Herr Lukacs, das ist ja wirklich putzig, wie Sie hier versuchen, so einen Gegensatz zwischen der Ministerin und Robert Habeck aufzubauen. Und dann mit im Stil von Fußballreportern hier 13-1 Ergebnisse oder sowas verkünden. Tatsache ist, dass unsere MinisterInnen im Kabinett an einem Strang ziehen und eine gemeinsame Zielvorstellung haben von sozial und ökologischer Transformation. Und das spiegelt sich auch in diesem Haushalt wider. Aber bevor ich darauf inhaltlich eingehe, biete ich Ihnen übrigens gerne an, das Organigramm des Ministeriums zur Verfügung zu stellen, das nämlich existiert. Müssen Sie sich vielleicht mal bei Ihrem Büro erkundigen. Dieser Haushalt ist ein Haushalt der sozial-ökologischen Transformation. Und ich will das beispielhaft einmal benennen an den zwei großen Bundesprogrammen, Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel, und das zweite Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Hier werden die Kommunen unterstützt und gleichzeitig ist ein klarer Schwerpunkt auf energetischer Effizienz. Es werden keine fossilen Energieträger mehr dort eingesetzt werden können. Und es ist auch ein Programm. Wir haben gesehen, wie wichtig das angesichts der Dürre ist, was die städtischen Räume lebenswerter und auch gesünder machen wird. Und es gibt noch eine Reihe anderer Punkte, die man auch weiterentwickeln kann und die wir auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln werden. Ich nenne hier einmal den Holzbau, dem wir, glaube ich, insgesamt auch eine viel größere Bedeutung in Zukunft noch zumessen müssen. Und das ist nicht nur eine ökologische Frage, sondern das ist auch eine Frage von Kosten tatsächlich. Sie haben gerade davon gesprochen, Herr Lukacs, Klimaschutz versus Neubau, da sei ein Zielkonflikt. Das Beispiel Holzbau zeigt, dass dieser Zielkonflikt produktiv auflösbar ist. Wir haben den Klimakiller-Beton, denn zur Herstellung von Zement wird eine enorme Masse an Energie verbraucht. Beton ist auch ein Kostentreiber. Und Beton, das wissen die wenigsten, ist auch ein Landschafts- und Artenkiller. Denn die Gewinnung von Sand, den man für Betonproduktion verwenden kann, das ist nicht einfach so ein Wüstensand, das wird aus Flussbetten geholt. Die Gewinnung von Sand zerstört zum Beispiel in meinem Bundesland am Niederrhein großflächig die Landschaft. Und das heißt, wir haben die das ist schlimm, reden Sie mal mit den Leuten dort. Und auf der anderen Seite wird zum Beispiel in der Mündung der Schelde auch nach Sand gebohrt und dort wird die gesamte Meeresfauna auf Jahrzehnte hin durch dieses Abbaggern des Sandes zerstört. Da brauchen Sie nicht sagen, ach, da machen Sie sich mal lieber kundig, meine Damen und Herren von der Union. Und mit diesen Punkten machen wir Schluss. Und natürlich ist auch hinsichtlich der strukturellen Herausforderungen dieser Haushalt auf dem richtigen Weg.
Zum Thema bezahlbares Wohnen hat Ministerin Geiwitz schon Schwerpunkte genannt. Wir handeln dort kurzfristig, jetzt mit der Ausweitung des Wohngeldes. Wir handeln dort auch strukturell längerfristig mit einem Aufwuchs der Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Ich will an dieser Stelle auch erwähnen, dass das eine massive Kofinanzierung der Länder ist. Das sollten wir gerade jetzt in den Auseinandersetzungen, die wir vielleicht auch vom Bund her mit Ländern über Finanzierung haben, etwa bei den Entlastungen, sollten wir das tatsächlich nicht vergessen. Die Länder haben 2006 in der Föderalismusreform durchgesetzt, dass sie alleine für den sozialen Wohnungsbau zuständig sind, haben sogar eine übergangsweise Bundesfinanzierung gekriegt. Gemacht haben sie in der Hinsicht wenig bis gar nichts. Es gibt sogar Bundesländer, Frau Ley, Sie werden uns ja gleich wieder soziale Verantwortungslosigkeit vorwerfen. Es gibt sogar Bundesländer, die in dieser Zeit, als der soziale Wohnungsbau in die Verantwortung der Länder übergegangen ist, massenhaft kommunale Wohnungsbaubestände verhökert und verschleudert haben. Vorne mit dabei das Land Berlin zu der Zeit, als Sie, die PDS, Ihre Vorgängerpartei, mit der SPD zusammen regiert haben. Die Folgen tragen wir bis heute. Und es geht darum, jetzt sich auf den langen und mühsamen Weg zu machen, das möglichst abzumildern, zu verändern und gleichzeitig die soziale und die ökologische Herausforderung für bezahlbaren Wohnraum, für Sanierung und auch für Neubau zu lösen. Ich wäre jetzt gerne noch mal auf Struktur des Wohnungsmarktes eingegangen. Das machen sicherlich meine Nachrednerinnen. Also ein erleichterter Erwerb von Genossenschaftsanteilen begrüßen wir sehr, und wir sehen auch freudig entgegen der Einführung der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit hoffentlich in Zukunft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns gute Beratung. Vielen Dank, Herr Kollege Kurt. Nächster Redner ist der Kollege Marc Bernhard, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Laut Hans-Böckler-Stiftung fehlen in Deutschland 2 Millionen bezahlbare Wohnungen, und zwar nicht erst seit gestern. Und was machen Sie von der Regierung? Sie verschärfen die Krise am Wohnungsmarkt immer weiter, sodass Wohnen in Deutschland immer mehr zum Luxus wird. Laut Mieterbund führt die regierungsgemachte Explosion der Energiepreise dazu, dass für viele Millionen Menschen die Nebenkosten tatsächlich so hoch sind wie die Kaltmiete selbst. Denn der gleichzeitige Ausstieg aus Kohle und Kernenergie hat uns völlig abhängig gemacht von russischen Energielieferungen. Die Regierungspolitik der letzten 10 Jahre ist also direkt dafür verantwortlich, für die hohen Energiepreise, die wir jetzt in unserem Land haben. Und das Wall Street Journal hat das bereits 2019 als weltdümmste Energiepolitik bezeichnet. Ihr Dämmwahn und Ihre Klimahysterie haben zu einer immer weiteren Verschärfung von Bauvorschriften geführt, sodass sich laut Wohnungsbautag bereits 80% der Menschen die Miete der Wohnungen, die heute, gerade jetzt gebaut werden, gar nicht mehr leisten können. Und im Gegensatz zu allen europäischen Ländern senken Sie die Steuern und Abgaben auf Energie eben gerade nicht, sondern erhöhen diese immer weiter. So halten Sie trotz der exorbitanten Energiepreissteigerungen eiskalt an der weiteren Erhöhung der CO2-Steuer zum 1. Januar fest. Und was ändert jetzt der von Ihnen vorgeschlagene Haushalt in dieser Krise für die Menschen? Rein gar nichts. Denn Sie setzen die nutzlose Geldverschwendung der Vorgängerhaushalte einfach fort. Auch in diesem Haushalt gibt es zum Beispiel wieder das Programm BIWAG, mit dem Sie ja schon seit Jahren Pfannenbrötchen backen in Nürnberg fördern. Und jetzt auch eine Begegnungsjurte in Heidelberg oder kultursensibles Coaching mit Laura in Hamburg. Und wie sollen diese Projekte denn den Menschen dabei helfen, bezahlbare Wohnungen zu finden, liebe Frau Ministerin? Wie sollen die denn helfen? Was tun Sie dafür, dass die von Ihnen großspurig angekündigten 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr dann auch tatsächlich mal gebaut werden?
Was tun Sie dafür, dass ausreichend Handwerker und Baumaterialien überhaupt zur Verfügung stehen? Und vor allem, was tun Sie dafür, dass das Wohnen für normale Menschen überhaupt wieder bezahlbar wird? Bisher ist diese Regierung einzig und allein damit aufgefallen, dass sie Anfang des Jahres ein KfW-Förderdesaster verursacht hat und damit vielen tausend Menschen den Traum von den eigenen vier Wänden zerstört hat, und sonst mit gar nichts. Mit Ihrer Klimahysterie erlassen Sie immer neue Vorschriften, die die Kosten des Wohnens immer weiter nach oben treiben. Und mit Ihrem Ziel pro Jahr, habe ich ja vorher gesagt, 400.000 neue Wohnungen zu bauen, werden Sie laut Experten krachend scheitern und sogar deutlich schlechter abschneiden als das schon extrem magere Ergebnis Ihres Vorgängers Horst Seehofer. Frau Ministerin, stoppen Sie sofort alle ideologischen Luxusprogramme in diesem Haushalt und wirken Sie im Kabinett endlich darauf hin, dass die Energiekosten wieder für alle bezahlbar werden. Und vor allem eines, konzentrieren Sie sich endlich auf die Kernaufgabe Ihres Ministeriums, und es ist einzig und allein und nichts anderes, dafür zu sorgen, dass die Menschen in unserem Land ausreichend bezahlbaren Wohnraum haben. Vielen Dank. Als Nächster erhält das Wort der Kollege Thorsten Herbst, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Vergleich zur letzten Haushaltsdebatte sind die Herausforderungen im Bereich Bauen und Wohnen leider nicht gesunken, sondern massiv gestiegen. Und wir merken das alle im täglichen Leben. Die Wohnnebenkosten gehen nach oben. Und ich bin froh, dass der Koalitionsausschuss an diesem Wochenende klar dafür gesorgt hat, dass wir eine Bremse einziehen und Bürgerinnen und Bürger so gut es geht entlasten, meine Damen und Herren. Wir sehen aber auch, dass die Baukosten im Moment auch nur eine Richtung kennen, nach oben. Wir haben Engpässe bei Fachkräften und Baumaterialien. Und auch die Zinsentwicklung, die hilft nicht, dass mehr gebaut wird. Nun sind die Entwicklungen auf dem Markt nicht alle von der Politik beeinflussbar. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber ich glaube, es ist unsere gemeinsame Verantwortung, dass wir alles dafür tun, dass das Bauen nicht ausgebremst wird, sondern wir Bremsen lösen, damit mehr gebaut werden kann. Die Herausforderungen, die wir haben, sind groß. Es geht darum, Wohnen bezahlbar zu gestalten, Bauinvestitionen zu beschleunigen, bürokratische Bremsen zu beseitigen, Wohneigentumsbildung zu ermöglichen und natürlich auch Städtebau und Stadtentwicklung nicht zu vernachlässigen. Wir haben in diesem Etat über 5 Milliarden Euro. Das klingt auf den ersten Blick viel. Und ich bin auch froh, dass das Wohnungs- und Bauministerium dazu beiträgt, dass in diesem Bundeshaushalt die Investitionsquote wieder auf einem sehr hohen Niveau ist. Darauf können wir stolz sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sehen aber auch, dass viele Ausgaben und Gelder gebunden sind. Stichwort Baukindergeld, was wir der Union verdanken. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, werden wir als Koalition auch in diesen Haushaltsverhandlungen dafür sorgen, unsere eigenen Akzente zu setzen und dort, wo es notwendig ist, auch nachzuschärfen. Wir haben am Ende als Haushaltspolitiker auch eine Gesamtverantwortung. Jeder von uns hat Ideen, wo wir noch mehr Geld im Bereich Bauen und Wohnen ausgeben könnten. Und dennoch, meine Damen und Herren, ist es richtig, dass wir jetzt zu soliden Haushalten zurückkehren, dass wir die Schuldenbremse einhalten. Das ist nicht nur eine Frage unserer Verfassung, nicht nur eine Frage der Generationengerechtigkeit, sondern die Rückkehr zur Schuldenbremse ist eine der entscheidenden Voraussetzungen, um diese galoppierende Inflation zu bekämpfen. Wir hören in Debatten hier ganz oft, dass ein Gegensatz aufgemacht wird zwischen mehr sozialen Wohnungsbau und mehr privatem Wohneigentum. Ich glaube, das sind keine Gegensätze. Wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau, aber auch mehr privates Wohneigentum, gerade in diesen Zeiten. Ich finde, wir müssen politisch alles dafür tun, dass Wohneigentum und das Bauen im privaten Bereich nicht zu einem unbezahlbaren Luxus für private Personen wird. Das ist nicht nur eine Frage gesellschaftlicher Stabilität, sondern ich finde auch die beste Altersvorsorge, die man sich vorstellen kann. Und ich freue mich, dass das Bauministerium noch im Herbst ein Konzept zur privaten Eigentumsförderung vorlegen wird. Lassen Sie mich noch ein Wort zum Thema Baukosten verlieren. Eins ist völlig klar: Je teurer wir bauen,
desto teurer werden die Mieten. Und deshalb, glaube ich, ist es unsere gemeinsame Verantwortung, die wir haben, dass der Staat bei neuen Standards nicht dafür sorgt, dass staatliches Handeln zum weiteren Kostentreiber wird. Wir müssen das Augenmaß bewahren und die Standards nicht immer weiter nach oben treiben. Im Koalitionsvertrag ist der Check von Bau- und Wohnkosten niedergeschrieben, und ich bin sicher, dass dies auch passieren wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auch noch mit einem Vorurteil aufräumen. Ganz oft ist hier die Rede von Großkonzernen, die als Vermieter Mieter drangsalieren. Knapp 2/3 aller vermieteter Wohnungen in diesem Land sind im Privateigentum. Das sind oftmals Eigentümer, die ein oder zwei Wohnungen haben. Und ohne deren Engagement, ohne deren Investition sähe es am Wohnungsmarkt viel, viel düsterer aus, als es momentan ist, meine Damen und Herren. Wir als Koalition wollen die Herausforderungen angehen. Wir wollen, dass mehr gebaut werden kann, dass Genehmigungen einfacher, dass sie unbürokratischer werden, dass Wohnraum bezahlbar bleibt und dass sich mehr Menschen den Traum von Wohneigentum erfüllen können. Das wollen wir auch mit diesem Haushalt im Jahr 2023 erreichen. Und ich bin mir sicher, wir werden auch noch interessante Akzente setzen im Rahmen dieser Haushaltsverhandlungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Herbst. Nächste Rednerin ist die Kollegin Karin Ley, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren, die Mieten explodieren schon seit vielen Jahren. Es ist lange keine Seltenheit mehr, dass Menschen die Hälfte ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben. Und jetzt kommt noch die Explosion der Nebenkosten und die Inflation dazu. Das ist eine tickende Zeitbombe, und der vorliegende Haushalt reicht bei weitem nicht aus, sie zu entschärfen. Schon jetzt müssen die Bürgerinnen 11% mehr für das Wohnen ausgeben als im Vorjahr. Und die großen Preissprünge für Energie, die kommen ja erst noch. Rheinenergie hat zum Beispiel mitgeteilt, die Preise für Gas um 133% zu steigern. Das hieße für eine Familie zukünftig 3.000 Euro statt 1.400 Euro. Die Entlastungspäckchen der Bundesregierung reichen da nicht aus. Ich freue mich ja sehr, dass das Wohngeld reformiert werden soll, dass es zukünftig mehr Menschen zugutekommen soll und eine Heizkosten- und eine Klimakomponente erhalten soll. Endlich! Mit diesen Forderungen beißen wir uns Linke seit vielen Jahren auf Granit. Leider sind die vollmundigen Ankündigungen im Haushalt nicht untersetzt. Da stehen ja noch schwarz auf weiß 690 Millionen. Die stehen da. Das ist weniger als im letzten Jahr. Also das ist doch lächerlich. Und einen Gesetzentwurf zur Reform gibt es auch nicht. Ich hoffe, dass Ihre Ankündigungen bald umgesetzt werden, denn die Heizperiode beginnt bald. Mit einer Wohngeldreform ist es natürlich alleine nicht getan. Viele Menschen werden die Warmmieten nicht mehr zahlen können. Und im Entlastungspaket heißt es da eher lapidar, Sperrungen von Strom und Gas sollen durch Abwendungsvereinbarung verhindert werden. Also ich lese da erneut eine schwammige Formulierung, die MieterInnen am Ende nicht schützen wird. Oberste Prämisse muss es sein, niemand darf jetzt seine Wohnung verlieren, Kündigungen müssen ausgesetzt werden, Zwangsräumungen und Gassperren müssen verboten werden. Das beste Mittel gegen die Inflation ist übrigens ein Mietenstopp. Vonovia hat ja angekündigt, die Mieten angesichts der Inflation massiv zu erhöhen. Mietervereine berichten, dass neue Mietverträge zum Teil zu 90% Indexmietverträge sind, also solche, die sich automatisch an die Inflation anpassen. Das ist bei einer Inflation von 7% nicht tragbar. Indexmietverträge müssen untersagt werden. Die Ampelregierung hat selbst Bauen, Bauen, Bauen zur Maxime ihrer Wohnungspolitik erklärt. Da muss man allerdings erklären, dass die 400.000 Wohnungen, die neu gebaut werden sollen, nicht geschafft werden. Im Gegenteil, im letzten Jahr ist die Zahl der neu gebauten Wohnungen auf 280.000 gesunken. Und viel entscheidender für uns als Linke ist natürlich die Zahl der Sozialwohnungen. Sie haben angekündigt 100.000 Sozialwohnungen, aber auch hier sind die faktisch gebauten Wohnungen rückläufig, nur noch 21.000 Sozialwohnungen im Jahr.
Und wenn wir noch dagegen rechnen, dass viele Sozialwohnungen einfach wegfallen, aus der Bindung fallen, dann haben wir unterm Strich ein Minus von 27.000 Sozialwohnungen. Das ist doch ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Deutscher Mieterbund und IG Bau haben heute zu Recht vorgerechnet, dass wir angesichts der massiven gestiegenen Kosten viel mehr Geld einsetzen müssen für den sozialen Wohnungsbau. Sie fordern 15 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau statt Ihrer 2,5 Milliarden. 15 Milliarden für den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau, das fordern wir als Linke schon lange. Und lieber Herr Kurt, wir sind uns einig, jede Privatisierung von Wohnungen ist falsch. Aber wenn wir schon darüber reden, dann gehört zur Wahrheit eben auch, dass keine Bundesregierung mehr Wohnungen privatisiert hat als Rot-Grün unter Gerhard Schröder. Und auch Ihre Partei, die Grünen, haben sich nicht mit Ruhm bekleckert bei der GSW-Privatisierung in Berlin. Sie wollten, dass noch mehr privatisiert wird. Ich kann es heute nicht näher ausführen angesichts der Zeit, aber in meinem neuen Buch Wonopoly habe ich es ausführlich dargestellt. Ich empfehle Ihnen die Lektüre. Meine Damen und Herren, wir brauchen tatsächlich keine Fonds und Konzerne auf dem Wohnungsmarkt. Was wir brauchen, ist, dass von jetzt an jeder Euro in eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit investiert wird. Aber auch hier gibt es keinen Gesetzentwurf. Und ich kann verstehen, dass der Aufbau des neuen Ministeriums Zeit braucht. Aber dass Sie jetzt 300 Tage verbringen, ohne ein einziges Gesetz zum Schutz der Mieterinnen und Mieter vorgelegt haben, noch nicht mal zum Vorkaufsrecht, das können wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Die Mieterinnen und Mieter können nicht länger warten. Das Monopoly muss beendet werden. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich empfehle den nachfolgenden Rednern dringend, auf die Werbeblöcke für die eigenen Bücher zu verzichten. Sonst haben wir demnächst nur noch eine Büchershow. Der nächste Redner ist der Kollege Uwe Schmidt, SPD-Fraktion. Moin, Herr Präsident. Liebe Ministerin, moin, Kolleginnen und Kollegen. Ja, Frau Leyer, also wir gucken alle mit Sorge auf die Entwicklung. Wo ist er denn? Ist er weggelaufen? Nee, da ist er. Ach, versteckt hinter der Maske. Die Entwicklung am Wohnungsmarkt sehen wir alle mit großer Sorge. Also ich sehe es doch mal von ab, darüber ein Buch zu schreiben. Das haben Sie ja schon gemacht. Also die Mieten werden vielerorts immer teurer und sind damit für viele Menschen finanziell einfach nicht mehr zu stemmen. Das wissen wir ja schon seit langem. Von Wohneigentumserwerb mal ganz zu schweigen. Einige Metropolen, und Sie kommen ja auch aus Berlin, wissen Sie, was das mittlerweile kostet, aber die Erstellungskosten haben eigentlich nachher nichts mehr mit den eigentlichen Verkaufspreisen zu tun. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Jetzt kommt auch noch die Energiekostenkrise dazu. Viele Haushalte werden voraussichtlich im Winter mit hohen Nach- und Abschlagszahlungen konfrontiert sein. Auch Menschen mit normalem Einkommen stoßen damit an ihre finanziellen Grenzen und ihre Leistungsfähigkeit. Für die SPD-Bundestagsfraktion steht fest, Kollegin Ley, es darf niemand seine Wohnung verlieren, weil er die Nebenkosten nicht bezahlt werden können. Da werden wir schon für sorgen. Darum haben wir das nächste Entlastungspaket geschnürt, um die gestiegenen Energiepreise stärker abzufedern. Notwendige Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 65 Milliarden ist Ihnen ja nicht ganz unbekannt. Nach dem Heizkostenzuschuss aus dem Frühjahr stellen wir erneut zusätzliche Finanzmittel bereit. Das entlastet Menschen mit niedrigen Einkommen bei ihren Wohnkosten, wie Berufseinsteiger, Studierende und Rentner. Diese Maßnahme wird jetzt für die Heizperiode September bis Dezember einmalig als weiterer Heizkostenzuschuss an Wohngeldempfängerinnen und Empfängern ausgezahlt. Ich glaube, das kann man auch mal zur Kenntnis nehmen. Die Ministerin hat es gesagt, zum 1. Januar 2023 wird das Wohngeld reformiert. War leider mit Ihnen nicht ganz zu machen, aber das werden Ihre Festzeltredner gleich noch bestreiten. Es wird eine dauerhafte Klimakomponente und eine dauerhafte Heizkostenkomponente enthalten. Wir werden den Kreis der Wohngeldberechtigten deutlich erweitern. Zusammen stark, das sind wir in der Krise. Und das zeigen wir auch mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf für den Einzelplan 25. Liebe Bundesministerin Geiwitz, Sie haben den Einzelplan für den Bereich Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen ja bereits vorgestellt. Gesamtausgaben in Höhe von gut 5 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 47,5 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Die wesentlichen Linien haben Sie bereits umrissen. Natürlich kann der vorliegende Haushaltsentwurf der Regierung die geplanten zusätzlichen Finanzmittel noch gar nicht abbilden. Im parlamentarischen Verfahren werden wir gemeinsam die richtigen Weichen stellen und die Mittel sinnvoll einsetzen. Das ist Ihnen ja auch nicht ganz unbekannt. Die Herausforderungen sind größer denn je geworden. Die haben uns ja nicht ausgesucht. Deshalb werden wir für Wohneigentum auch Förderungen in all seinen Facetten vorlegen.
Zusammen stark bedeutet bezahlbares Wohneigentum, zum Beispiel für junge Familien mit normalem Einkommen, statt Rendite für große Immobilienprojektierer. Das muss man ja auch mal sehen, wer die letzten Förderprogramme für sich genutzt hat. Denn Wohneigentum schützt auf Altersarmut, haben wir auch mehrfach festgestellt. Da müssen wir auch noch einige Hürden abbauen. Wir werden Möglichkeiten wie Eigenkapital, ersetzende Darlehen, Tilgungszuschüsse, Zinsverbilligung beim Wohneigentumserwerb schaffen. Das müssen wir einfach tun. Zudem müssen wir das Potenzial von weiteren Flächen für die Wohnraumnutzung ausschöpfen. Denn eins ist ja auch klar, Boden ist nicht vermehrbar. Darum brauchen wir nicht nur Neubau, sondern wir müssen auch den Bestand sanieren. Wir schaffen finanzielle Anreize für die Sanierung und den Umbau von Bestandsgebäuden und überführen die in eine Nachnutzung. Das ist nachhaltig. Überall in Deutschland gibt es Industriebrachen. Einige werden heute bereits anders genutzt als in der Vergangenheit. Doch viele Gebäude können langfristig nur dann erhalten werden, wenn sie auch neue Nutzungsformen finden. Wie Pläne zur Nachnutzung aussehen können, solcher Industriebrachen, zeigt zum Beispiel meine Heimatstadt das sogenannte Werftquartier sowie das Gelände der ehemaligen Wollkämmerei in Bremen, Blumenthal, in der Fährlemann-Nickter, das kennt ihr, oder das Tabakquartier in Woltmershausen, das wird ja auch gerade in der Nachnutzung zugeführt. Dort werden Industriebrachen zu urbanen und lebendigen Quartieren mit einem vielfältigen Nutzungsmix weiterentwickelt. Wohngebäude mit sozialem Wohnanteil, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Bürogewerbe, Einzelhandel. In ganz Deutschland gibt es solche Flächen. Da müssen wir auch gucken, dass wir über die Verbilligungsrichtlinie der BIMA Zugriff der Kommunen darauf bekommen, um dann natürlich auch entbehrliche Grundstücke verbilligt zum Verkauf an die Gemeinden bzw. Kommunen, wenn darauf Sozialwohnungen entstehen. Das müssen wir möglich machen. Auf diese Weise haben die Kommunen eine zusätzliche Möglichkeit, auch diese Flächen sinnvoll nachzunutzen. Die Länder und Gemeinden müssen von ihrem gesetzlichen Vorkaufsrecht an Grundstücken verstärkten Gebrauch machen können und durch Umwidmung Baugrundstücke für genossenschaftlichen Wohneigentumserwerb schaffen. Das gelebte Nachhaltigkeit, gerade vor dem Hintergrund von Baupreissteigerungen und Energiekostenexplosionen. Es wird Flächen geben, da klappt das für den Wohnungsbau und andere eben nicht. Aber das müssen die Gemeinden sich vor Ort anschauen, die kennen ihre Begebenheiten. All diese Projekte werden wir mitentwickeln und dafür auch die notwendigen Haushaltsmittel im parlamentarischen Verfahren mittelfristig bereitstellen. Wir werden die Rahmenbedingungen so ausgestalten, dass solche notwendigen Maßnahmen für den sozialen Zusammenhalt über die vorhandenen Förderprogramme des Bundes laufen können. Auch hier müssen wir die Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigen. Ein KfW-Förderprogramm zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen für selbstgenutzten Wohnraum, der Kollege hat es gerade eben schon gesagt, steht in den Startlöchern und das werden wir auch gemeinsam machen. Das unterstreicht unseren sozialdemokratischen Ansatz in der Wohnungspolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das neu geschaffene eigenständige Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ist jetzt arbeitsfähig. Dafür haben wir in diesem Jahr gesorgt. Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung haben nun endlich den Stellenwert erhalten, den sie verdienen. Nun muss es darum gehen, dass wir die Dinge ins Laufen bekommen. Das wird uns im parlamentarischen Verfahren beschäftigen. Ich bedanke mich und freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Als nächster Redner hält das Wort der Kollege Michael Kiesling, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir stehen vor großen Herausforderungen der aktuellen Lage und vor noch größeren Zielen der Koalition. Geliefert wurde etwas wenig in der letzten Zeit, teilweise auch gar nichts. Sehr geehrte Ministerin und sehr geehrter Herr Schmidt, ich glaube, wir müssen schaffen, dass wir nicht mehr Leute in das Wohngeld bringen, sondern dass wir die Leute ermächtigen, selber für den Lebensunterhalt zu sorgen. Ich glaube, das ist eine Voraussetzung, dass wir sagen müssen, wenn jemand arbeitet, er muss auch seinen Lebensunterhalt auch dafür bestreiten können. Und das gilt es auch zu fördern, das gilt es auch in der Bundespolitik zu tun. Von dem her schauen wir auch in der Wirtschaftspolitik, in der Arbeitspolitik, dass wir Arbeitsplätze erhalten und schaffen und dort den richtigen Weichen stellen. Aber komme ich später noch dazu. Der Haushalt ist erfreulich um 1% gestiegen, was toll ist. Es ist nicht weniger geworden. Wobei, wenn man sich die inhaltliche Ausgestaltung anschaut, dann lässt er doch sehr zu wünschen übrig. Weniger für Stadt- und Raumentwicklung, weniger für die Städtebauförderung, Stopp von zahlreichen Förderprogrammen, zum Beispiel altersgerechtes Umbauen. Das Erfolgsmodell Baukindergeld wird nur noch ausfinanziert und sonst ist wenig zum Thema Eigentumsbildung zu finden. Anreize für Bauwillige, für Familien, Unternehmen und Kommunen ist eine Fehlanzeige. Klimagerechtes Bauen fordern ist das eine, aber wir müssen es auch fördern. Die momentane Praxis zeigt, dass der Anspruch
an klimagerechtes Bauen zurückgefahren wird, weil einfach die Förderkriterien nicht stimmen. Sie schaffen heute die Sanierungsfälle von morgen. Den Bauinvestitionsstau, den Sie jetzt in diesem Jahr verursacht haben, wenn Sie erst anfangen mit der Ankündigung, ein neues Förderprogramm aufzusetzen 2023, die AFA erst Mitte 2023 einzuführen, dann haben Sie sage und schreibe mindestens 1,5 Jahre verschustert mit einem nicht funktionierenden Bauministerium und Wirtschaftsministerium, um Signale auf den Bau zu schaffen und für mehr Wohnraum zu sorgen. Sie haben es richtig angesprochen, die Baupreise steigen. Wir müssen effektiver im Bau sein, wir müssen Prozesssteigerung vorantreiben. Da hilft auch die Digitalisierung, da freut es mich zumindest, dass Sie das Verfahren Building Information Modeling zur Bauprozessierung, Bauoptimierung weiter voranführen. Aber wir müssen auch schauen, dass die Genehmigungsverfahren entsprechend auch beschleunigt werden. Das ist zwar schön, dass Sie in der Windkraft entsprechende Genehmigungsverfahren beschleunigen wollen, das bedeutet aber auch für andere Infrastrukturmaßnahmen und auch im Aufstellen von Bauungsplänen, wenn ich Wohnraum schaffen will, brauchen wir auch eine Beschleunigung. Wenn ich zusammenfasse, der Haushalt lässt viele Wünsche offen, setzt viele Ziele. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen können. Und wenn wir noch die Wirtschaftspolitik heranführen, dann ist die nicht förderlich, um die Baukapazitäten aufrechtzuerhalten. Sie müssen auch in der Wirtschaft schauen. Also Signal an den Habeck, Energie spielt auch im Bau eine große Rolle. Dass wir dort entsprechend auch die Kapazitäten entsprechend weiterführen, fortführen, die AKWs weiterlaufen lassen, weil wir brauchen auch die Energie im Bauen, um auch kostengünstig bauen zu können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Giesling. Nächste Rednerin, ich kann Sie schon ansagen, ist die Kollegin Christina Johannes Schröder, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Gästinnen. Zunächst möchte ich den Dank an meine Kollegen Bernhard Dahldrup und Daniel Fürst richten. Die Zusammenarbeit in den Ampel-AGen Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen und mit unseren Haushältern ist konstruktiv, von gewisser Empathie für unterschiedliche Perspektiven geprägt und von einem herzlichen Miteinander. Der sachliche Streit ist von dem großen Wunsch geprägt, gute Lösungen für die Menschen in unserem Land zu finden. Ministerin Geiwitz, auch Ihnen gilt der Dank. Explodierende Mietpreise, Flächenknappheit, eine seit Jahren andauernde massive Talfahrt beim zur Verfügung stehenden sozialen Wohnraum, Wohnungsknappheit in Ballungszentren, Leerstände in anderen Teilen Deutschlands. Es gibt einen massiven Sanierungsstau in Leerstände in Teilen des Landes. Es gibt gerissene Klimaziele, komplizierte, langwierige Planungsverfahren. Und all das haben Sie von Ihrem Vorgänger Horst Seehofer geerbt. Die gute Zusammenarbeit gibt es auch bei den Ministerien. Die AFA wird vom Finanzministerium erhöht. Und Minister Buschmann hat angekündigt, noch dieses Jahr das Mietrecht zu reformieren, wie wir es vereinbart haben. Der Haushalt für 2023 beträgt ganze 5,1 Milliarden Euro, von dem rund 3/4 der Ausgaben Investitionen sind. Investitionen in die Schaffung von sozialem Wohnraum, Investitionen in die Menschen durch das Wohngeld und auch Investitionen in Gebäude. Über 1,5 Milliarden gehen in die Stadtentwicklung oder in die Sanierung von Sporthallen, Jugendtreffs und Kultureinrichtungen oder in die Raumordnung. Auch wenn es Stadtentwicklung heißt, davon profitieren natürlich auch die Menschen im ländlichen Raum. Was sich noch nicht im Haushalt abbildet, weil es erst im vergangenen Wochenende beschlossen wurde, das ist eine große Wohngeldreform, von der insgesamt 2 Millionen Haushalte in Deutschland profitieren werden. Das sind Menschen, die sonst keine sozialen Leistungen erhalten, durch Putins Angriffs- und Wirtschaftskrieg aber ganz besonders stark belastet sind. Als Grüne freuen wir uns, dass wie im letzten Jahr der Heizkostenzuschuss ausgezahlt wird. Erdacht war er mal ursprünglich, um den steigenden CO2-Preis für die Menschen mit geringem Haushaltseinkommen auszugleichen. Inzwischen ist der Heizkostenzuschuss ein zentrales Instrument, um Menschen in diesem Winter nicht verzweifeln zu lassen. Denn die Menschen mit geringem Haushaltseinkommen leben überdurchschnittlich oft in schlecht gedämmten Wohnungen und geben im Verhältnis viel, viel, viel zu viel für Wärmeenergie aus. Jetzt muss auch dem Letzten klar sein, Soziales und Klimaschutz, das gehört zusammen.
Hier werden ja oft Märchen erzählt. Bezahlbarer Wohnraum bekommt man nur, wenn man die Baustandards schleift. Nur dann könne man den dringend benötigten Wohnraum schaffen. Und nur dann sinken die Mieten. Nein. Wer Baustandards schleifen will, belastet die künftigen MieterInnen durch zu hohe Nebenkosten. Wer Baustandards schleifen will, ignoriert die Klimakrise, belastet die jungen Menschen, die dort oben wohnen, ganz zuerst. Wer Baustandards schleifen will, der sorgt dafür, dass noch mal Baustoffe und noch mal Handwerkerinnen und noch mal Planerinnen tätig werden müssen, um die Klimaschutzgesetze einzuhalten, anstatt es gleich von vornherein vernünftig zu machen. Klimafreundliches Bauen und Sanieren, das ist ein langfristiges, nachhaltiges Konjunkturprogramm für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft und für unser Handwerk. Insgesamt 14,5 Milliarden Euro werden in dieser Legislatur in den sozialen Wohnungsbau fließen, damit das beides funktioniert, das mit dem Klimaschutz und mit dem bezahlbaren Wohnraum. Die neue Wohngemeinnützigkeit sorgt für neue gemeinnützige Akteure am Wohnungsmarkt. Und liebe Kolleginnen der Union, Sie schimpfen ja auf den Wegfall der BEG-Förderung. Lassen Sie uns doch mal die Resultate prüfen. Allein im letzten Jahr wurden unfassbare 16 Milliarden Euro ausgegeben. Das ist richtig viel Geld. Haben die vielen Milliarden Euro für mehr bezahlbaren Wohnraum geführt? Nein. 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 Haben die vielen Milliarden Euro zur Einhaltung der Klimaschutzgesetze geführt? Nein. Die Bilanz von Minister Seehofer war verheerend. Ich glaube, es gibt viel bessere Lösungen, um schneller zu bauen, ganz besonders schneller zu sanieren, um Wohnraum durch Umnutzung und durch Aufstockung und auch Neubau zu schaffen. Statt des Holzweges der Vergangenheit wollen wir mehr Holzbau. Wir wollen mehr Digitalisierung, wir wollen mehr Flexibilisierung, natürlich auf dem 1,5-Grad-Pfad, mehr Typengenehmigung, mehr Handlungsspielräume für die Kommunen bei der Stadtentwicklung, für lebendige und klimaresiliente Städte. Die Baugesetzbuchnovelle im kommenden Jahr wird das Meisterstück unserer Bau- und Stadtentwicklungspolitik. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Frau Kollegin Schröder. Ich muss abgeholt werden. Keine Hektik, keine Hektik. Nächster Redner ist der Kollege Markus Bühl, AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser ist im ersten Halbjahr 2022 um 17% zurückgegangen. Baufirmen haben 10% weniger Aufträge bekommen und 11,5% der Baufirmen mussten sogar Stornierungen bereits erteilter Aufträge entgegennehmen. Frau Ministerin, für viele unserer Bürger ist der Traum vom Leben im eigenen Haus geplatzt. Besonders junge Familien müssen ihr Bauvorhaben aufgeben, weil sie es sich schlicht nicht mehr leisten können. Die Inflation ist dabei maßgeblicher Treiber. Aber statt endlich an die Ursachen für die Energieverteuerung und Energieverknappung zu gehen, betreibt Ihre Bundesregierung weiter verantwortungslose Symbolpolitik. Ganze zwei Kernkraftwerke für lediglich wenige Wochen weiterlaufen zu lassen, ist ein trauriges Zeugnis davon. Und wer nicht baut und stattdessen mietet, wird von den hohen Mieten erfasst. Und die kommenden Nebenkostenabrechnungen werden für viele Mieter an deren wirtschaftliche Existenz gehen. Ihre Koalition hat angekündigt, 400.000 Wohnungen in Deutschland jährlich bauen zu wollen. Es mangelt im Moment so ziemlich an allem, was man zum Bauen benötigt. Materialien sind nicht vorhanden oder außerordentlich teuer. Es fehlt an Kapazität bei den Baufirmen. Die Bauzinsen steigen und für Herbst wird eine Rezession erwartet. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, gibt es von Ihnen Klimawirrwarr, einen unklaren Förderdschungel und bürokratische Hürden. Frau Ministerin, an eine Zielerreichung von 400.000 Wohnungen in diesem Jahr ist nicht zu denken. Sie ist unrealistisch und Wunschdenken dieser linksgelben Bundesregierung. In diesem Jahr wurde für Wohngeldempfänger bisher ein einmaliger Heizkostenzuschuss beschlossen. Dieser einmalige Zuschuss ist lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber nicht mal diesen sieht man im Haushaltsentwurf für 2023 bis jetzt.
Im Gegenteil, der Titelansatz des Wohngeldes wird sogar reduziert, und das vor dem Hintergrund der kommenden Kosten. Frau Ministerin, Deutschland braucht spürbare und deutliche Entlastungen, besonders diejenigen, die jeden Euro mehrfach umdrehen müssen, um über die Runden zu kommen. Immerhin gab es am Sonntag die Ankündigung, dass das Wohngeld ausgeweitet und auch ein Heizkostenzuschuss enthalten sein soll. Sie, Frau Ministerin, und Ihre Kollegen sind zum schnellen Umsetzen aufgefordert, damit sich viele Bürger nicht die Frage stellen müssen, ob sie entweder heizen oder etwas zu essen kaufen. Wir werden Sie an Ihren Taten und nicht an Ihren Ankündigungen messen. Handeln Sie jetzt, es bleibt keine Zeit mehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bühl. Als nächster Redner das Wort der Kollege Hagen-Reinold, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Lieblingspräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich diese altbackenen Oppositionsreden. Nein, es gibt auch nur einen, muss man so sagen. Für Komplimente die Uhr stoppen. Also, wer diese altbackenen Reden der Opposition hört, die zwingen mich jetzt dazu, meine Rede umzustellen. Ja. Man kann diesen Haushalt für ambitionslos halten, wenn man die geopolitische Lage da draußen völlig ausklammert. Man kann diesen Haushalt für ambitionslos halten, wenn man auf ihn schaut mit den Augen der letzten Jahrzehnte. Und das scheinen Sie zu tun. Wenn man die aktuellen Antworten jetzt sucht und wenn man die Antworten für die Zukunft sucht, dann wird man fündig in diesem Haushalt. Und Herr Lucczak, wie man es schafft, sich als CDU-Abgeordnete nach 4 Jahrzehnten in Verantwortung hier hinzustellen und ernsthaft dafür zu feiern, dass in Deutschland kaum noch ein Neubau ohne den Zuschuss von Steuergeld absolviert wird, das ist ja fast die Höhe. Der sucht natürlich in diesem Haushalt einen weiteren Zuschlag für die Förderung, ganz vergeblich. Wer aber eine Fortschrittskoalition als Regierung hat, die Nachhaltigkeit auch finanziell versteht, der findet in diesem Haushalt was für sich. Das ist doch Unsinn, was Sie die letzten Jahrzehnte getrieben haben. Und gut, dass wir damit aufhören. Ich sage Ihnen, die Zeitenwende geht auch am Bauen und Wohnen nicht vorbei. Mir fällt das auf. Ich weiß nicht, auf welchen Baustellen Sie unterwegs waren und Party gesehen haben die letzten Jahrzehnte. Ich habe es nicht erlebt. Natürlich brauchen wir jetzt erst recht andere Energiequellen in unseren Häusern. Natürlich brauchen wir jetzt erst recht anderes Material in unseren Häusern. Und ich sehe die letzten Monate im Übrigen, dass Handwerker wieder frei sind. Ja, keine Haustechniker, aber Handwerker haben wir genug frei. Das ist ein schlechtes Zeichen im Übrigen, kein gutes Zeichen, aber ein Zeichen der Zeitenwende. Und natürlich ist diese Zeitenwende auch im Wohnen zu sehen. Deshalb verstehe ich manche Rede hier auch nicht ganz. Denn ich sehe niedrige Mieten, Angebotsmieten in den letzten Wochen und Monaten, und zwar drastisch in manchen Städten. Ich sehe ein steigendes Angebot, nicht unbedingt ein gutes Zeichen in diesen Zeiten. Denn die 400.000 Wohnungen bleiben selbstverständlich ein richtiges Ziel, weil wir immer noch genug Leute haben, die Wohnraum brauchen. Aber deshalb bin ich bei der Energie froh, dass Christian Lindner angekündigt hat, dass wir beim PV endlich eine Änderung bekommen, dass wir die Ertragsfreiheit bis 30 kWp kriegen, damit wir beim Mieterstrom, beim Eigenstrom endlich vorankommen. Deshalb bin ich froh, dass wir in Forschung und Entwicklung einen Sprung in diesem Haushalt sehen, weil wir eben neue Materialien brauchen, wenn wir feststellen, dass die alten Materialien nicht verfügbar sind, weil Chips fehlen, weil Verzinkung fehlt in nächster Zeit. Dann brauche ich Materialien, mit denen ich über Jahrzehnte hinweg gut bauen kann. Das ist die Antwort darauf und nicht so ein Rumgetöne. Was wir brauchen, und das findet sich in diesem Haushalt wieder, ist ein Innovationssprung im Bauen und Wohnen in den nächsten Jahrzehnten. Und den produziere ich nicht mit Antworten der letzten Jahrzehnte. Die produziere ich mit Antworten, die Richtung Zukunft ausgerichtet sind, was neues Material betrifft, was neue Art zu bauen anbetrifft. Ich hoffe, dass wir es schaffen, eine Großforschungsinstitution auch in Deutschland zu etablieren, die sich um Bauen und Wohnen kümmert. Anträge dazu gibt es. Die Entscheidungen fallen in nächster Zeit. Das würde uns weiterbringen, damit die Antworten der Zukunft auch welche sind, die über Jahrzehnte tragen. Ich hoffe, dass wir bei den Energieträgern weiterkommen. Dafür stehen die Antworten in diesem Haushalt drin. Also hören wir auf die, die in die Zukunft schauen und nicht die, die die Brillen der Vergangenheit aufhaben. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reinhold. Nächster Redner ist der Kollege Bernhard Daldrup, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben, das ist jetzt schon mehrfach gesagt worden, in einer Zeit wirklich multipler Krisen.
Klima, Pandemie, Rohstoffe, das muss ich alles nicht mehr wiederholen. Und wir haben auf diese Zeitenwende als Koalition reagiert. Erstens mit den 100 Milliarden Bundeswehr, das muss ich hier nicht, ist nicht hier unser Thema. Aber mit zwei Entlastungspaketen über ein Volumen von 30 Milliarden und jetzt mit einem Entlastungspaket über in der Summe 65 Milliarden. Ich sage das deswegen, weil das ist eine gewaltige Kraftanstrengung, die diese Ampel vorgenommen hat. Und manchmal kommt es mir in den Kommentierungen so vor, als glaubten Sie, es wäre ein einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung. Nein, ist es nicht. Es ist eine große Maßnahme und viel davon kommt den Bürgerinnen und Bürgern zugute, auch übrigens im Bereich von Bauen, von Mieten, von Wohnen. Und ich will das mal kurz sagen. Erstens, Marco Lutschak kriegt gleich von mir das Organigramm des Ministeriums. Das müsste sich eigentlich machen lassen, hätte er vielleicht auch schon selber kriegen können. Zweitens, ich weiß ja, wie Jan-Marco Lutschak über Horst Seehofer gesprochen hat und wie glücklich er deswegen ist, dass Clara Geiwitz jetzt unsere Ministerin ist, weil da wirklich was passiert und nicht weggetaucht wird. Drittens, ich will sagen, Michael Kiesling, altersgerechtes Umbauen, die Scheibe beträgt 75 Millionen, ist nicht reduziert, sondern sie ist erhöht worden. Viertens, neue Programme, Anpassung urbaner Räume beträgt 176 Millionen, damit die Klimagerechtigkeit von Städten und Gemeinden verbessert wird. Ein neues Programm. Also worüber reden Sie eigentlich? Gucken Sie erst mal rein. Lesen hilft, finde ich jedenfalls. Also, man kann über diese Pakete kritisch diskutieren, nichts dagegen, überhaupt nichts dagegen. Aber es ist ein Kompromiss, wo wir eine Diskussion zulassen, aber es nicht zulassen, dass die Dinge diskreditiert werden. Und die Vorschläge und Ratschläge von denjenigen, die schon geglaubt haben, im März, man sollte den Gasbezug einstellen oder jetzt aus Sachsen sagen, wir sollten ihn morgen wieder aufnehmen, die sind auch nicht so besonders zielführend. Das glaube ich jedenfalls nicht. Wir haben uns seitens der SPD in Dresden auf dieses Paket übrigens vorbereitet, und zwar unter dem Begriff Sicherheit geben, Chancen schaffen. Und darum geht es auch in diesem Haushalt. Energiegeld, 300 Euro für Rentnerinnen, Studierende und ähnliches mehr und ähnliche Gruppen. Das heißt, Sicherheit geben. Ich weiß, Sie haben das kritisiert. Strompreisdeckel bedeutet Sicherheit geben, damit die Preise beherrschbar bleiben. Wohngeld auf 2 Millionen Haushalte ausweiten, eine Maßnahme, die vor einigen Jahren noch ganz abgeschafft werden sollte, ist eine eminent wichtige Aufgabe, um Sicherheit zu geben, damit Wohnen bezahlbar bleibt und die Wohnung warm bleibt. Deswegen Heizung. Kostenpauschale kurzfristig, Klimakomponente im Rahmen der Wohngeldreform als dauerhafte Bestandteile. Das alles sind, glaube ich, wichtige Maßnahmen. Sicherheit geben, auch das Sperren von Gas und Strom soll vermieden werden. Ja, es ist nicht notariell im Indikativ festgeschrieben, Karin Ley, aber das wusste ich nicht, dass man das neuerdings dann als Maßstab an die Programme legen soll. Sicherheit geben, Mieterinnen und Vermieter schützen, wenn Betriebskostenvereinbarungen sie überfordern im Rahmen des sozialen Mietrechts. Sicherheit geben, ja, den CO2-Preis aussetzen, Herr Bernhard. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, steht in dem Papier, um zusätzliche Belastungen zu vermeiden. Und ich sage Ihnen mal, wenn man Sicherheit geben will und wenn man Perspektiven anbieten will und schaffen will, dann braucht man in dieser Gesellschaft eine Klammer. Und die nennt man Solidarität. Die lautet, gemeinsam schaffen wir etwas. Und deswegen ist es auch gerechtfertigt zu sagen, ach, es ist Ausdruck von gesellschaftlicher Solidarität, wenn von Erzeugern, die nicht auf Gas angewiesen sind, bei der Stromproduktion Zufallsgewinne abgeschöpft werden. Ob man das jetzt Übergewinnsteuer benennt oder anders, soll mir egal sein. Aber jedenfalls, Privathaushalten einen Basisverbrauch an Strom zu einem vergünstigsten Preis zu bekommen, ist die Rechtfertigung dafür. Ich würde mich freuen, wenn uns Ähnliches auch im Wärmemarkt übrigens gelingt. Ich glaube, wir behalten bei all den Notwendigkeiten, bei den Perspektiven im Haushalt eben auch Chancen zu schaffen, das im Auge. Es ist eben angesprochen worden, wir müssen der Bauwirtschaft den Rücken stärken. Ja, das ist in der Tat wahr. Und ich glaube, wir tun das auch an verschiedenen Stellen. Ich will aber ein paar Zahlen, die Herr Lubczak angesprochen hat, doch mal eben noch mal rekapitulieren, weil wir da im Ziel 400.000 Wohnungen festhalten. 293.000 Baufertigstellungen in 2021. Gewaltige Bauüberhänge. Im Jahre 2022 haben wir in den Zeiträumen von Januar bis April 124.000 Baugenehmigungen. Der Rückgang ist tatsächlich im Ein- und Zweifamilienhausbau, weil die Zinsentwicklung eine dramatische Entwicklung ist. Die Entwicklung bei den Mehrfamilienhäusern ist gestiegen um 11,6%. Das muss man doch auch mal dazu sagen. Und es hat damit zu tun, ein Stück weit jedenfalls, dass die Mittel für den sozialen Wohnungsbau ankommen im Markt. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Und das ist deswegen wichtig, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen,
dass Mieterinnen und Mieter mit 12,8% schon in erheblichem Maße überlastet sind. Also wir haben in diesem Haushalt eine ganze Reihe von Aspekten drin, die wirklich zeigen, dass wir die Zeichen der Zeit verstanden haben und eine moderne Baupolitik für die Zukunft machen werden, im Interesse unseres Landes, der Investoren und auch der Mieterinnen und Mieter. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Daldrup. Nächster Redner ist der Kollege Michael Breilmann, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, also liebe Vertreterinnen und Vertreter der Ampelkoalition, Sie werden uns den Vorwurf schon zugestehen müssen. Ihre selbst gesteckten Ziele, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, die werden Sie in der jetzigen Situation und bei Betrachtung dieses Haushaltes nicht erreichen. Und das ist nicht nur eine Erkenntnis der Opposition, sondern das ist auch eine Erkenntnis von Branchenexperten. Und ich glaube, was noch, ja, da komme ich noch zu. Was noch viel wichtiger ist, ist, dass wir jetzt auch aufhören müssen, immer in den Rückspiegel zu schauen. Sie sind jetzt seit mehreren Monaten im Amt und jetzt ist es mal Zeit, nach vorne zu gucken. Und nicht nur nach vorne zu gucken, sondern auch jetzt wirklich mal Maßnahmen nicht nur anzukündigen, sondern auch durchzusetzen. Und ein eigener BMWSB-Haushalt kann sich nicht mehr hinter Zuständigkeiten und Vorgängerregierungen verstecken. Wir haben das gerade schon gehört. Ja, Wohnen ist Daseinsvorsorge und damit elementarer Bestandteil einer Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und ich glaube, da besteht hier auch groß Konsens. Nur ich finde, heute sollten wir festhalten, liebe Ampel, machen Sie sich endlich ehrlich und korrigieren Sie Ihre selbst gesteckten Ziele. Die heutige Haushaltsdebatte wäre dazu eine gute Gelegenheit. Denn die internen und externen Widrigkeiten zeigen es im Grunde genommen. Wir erleben im Baubereich derzeit Preisexplosionen, Lieferengpässe, Material- und Fachkräftemängel. Dazu kommt noch ein seit Jahresbeginn herrschendes KfW-Förderchaos. Selbstkritik gibt es bei Ihnen, bei der Koalition dazu nicht. Und als bedrohliche Spitze des Eisberges auch noch explodierende Energiekosten. Und ich habe auch jetzt in der Debatte bisher wirklich keine wirksamen Antworten zur Lösung dieser schwerwiegenden Probleme von Ihnen, von der Koalition, gehört. Keine einzige Lösung habe ich von Ihnen gehört. Trotz eines großen Etats in diesem Haushalt wird in Zukunft weniger gebaut, wenn die Bundesregierung nicht viel zielgerichteter mehr Mittel in ganz konkreten Bereichen zur Verfügung stellt. Dies gilt etwa für die Förderprogramme für nachhaltiges Bauen und energetische Sanierung. Und das Förderchaos, und das bleibt auch dabei, das haben wir schon vor einigen Wochen besprochen, hat private und gewerbliche Investoren verunsichert und tut es auch noch weiter. Und gespickt wird das Ganze in der Bundesregierung dann noch an einer grundsätzlichen baupolitischen Einstellung, die an den Realitäten vorbeigeht und die den Menschen Vorgaben machen will. So wohnen, und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, laut Bauministerin Geiwitz, zu viele Bürgerinnen und Bürger in zu großen Häusern und Wohnungen. Ich meine, das kann doch wohl nicht die Antwort einer Ministerin auf die derzeit drängenden Probleme dieses Landes in der Bau- und Wohnungspolitik sein. Das kann doch nicht die richtige Antwort sein. Denn die Zukunft des klimabewussten Wohnens hängt doch wohl vom Energiebedarf und der Energieerzeugung ab und nicht von pro Kopf Wohnfläche. Eine kleine, unsanierte Altbauwohnung kann heute klimaschädlicher sein als ein großer Neubau. Ich glaube, das brauchen wir nicht erklären. Und anstatt Planwirtschaftsideen zu verbreiten, sollte sich Frau Ministerin Geiwitz lieber um ihre Ziele und um ihre Baustellen kümmern. Wir als Union jedenfalls, wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, wie sie zu wohnen haben. Wir wollen eine effektive Eigentumsförderung für Neu- und Bestandsbauten, denn auch das gehört zur Wahrheit dazu und auch das sollten wir heute noch mal betonen. Wer heute neu baut, der baut nachhaltig und nach hohen Standards in Sachen Energieeffizienz. Und ja, Frau Ministerin, Ihnen obliegt jetzt die undankbare Aufgabe, für das Verbisschen bleibende Neubauförderung Kriterien zu entwickeln, die den Unmut der Bauwilligen nicht noch größer machen, als er noch nach den abrupten Förderstopps in diesem Jahr schon ist. Doch Investitionen gerade im privaten Bereich, die brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Und die Vorredner haben es auch gerade schon angesprochen. Ein Gesamtkonzept zur Wohnraumförderung, die fehlt. Sie haben es angekündigt, aber das Konzept fehlt. Es muss jetzt sofort kommen. Denn für uns gilt, Eigentumserwerb dient der Altersvorsorge, schützt vor Inflation
und schafft Sachwerte für kommende Generationen. Ich finde, das ist wichtiger denn je in dieser jetzigen Zeit. Ich kann noch kein Konzept zur Eigentumsförderung finden. Ich bin gespannt. Sie haben es angekündigt, wann es kommt. Deutlich, und das ist, glaube ich, auch festgestellt worden, sinken sollen im Haushaltsentwurf die Ausgaben für das Baukindergeld. Und das ist, ehrlich gesagt, ein Erfolgsmodell gewesen. Es ist gut angenommen worden und es hat gezeigt, wie Eigentumsförderung funktionieren kann. Und wir haben ja Vorschläge gemacht, der Ansatz, den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum im Bestand mit dem Programm Jungkauft alt zu fördern und dabei auch die notwendigen Investitionsmaßnahmen für klimagerechte Modernisierung und Sanierung zu berücksichtigen, findet sich bei Ihnen nicht wieder. In den letzten Beratungen haben wir es getan. Und es war auch vorhersehbar, dass Sie heute die erhöhten Mittel für den sozialen Wohnungsbau hier feiern werden als Koalitionäre. Ich finde, das ist richtig, dass wir etwas für den Sozialwohnungsbau tun. Nur, und da möchte ich auch in der Debatte hier schon darauf hinweisen, in der Realität sind die Bundesländer, in denen es 2021 einen Anstieg bei den Sozialwohnungen gab, von der Union regiert. Auch das sollte man mal sagen, um vor Legenden vorzubeugen. Gibt es noch mehrere Bundesländer, die von der SPD regiert wurden? Ja. Ich glaube aber, es gilt auch bei den Bauvorschriften weiter zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu erleichtern. Wir haben Vorschläge gemacht, die werden wir auch in der Haushaltsberatung einbringen. Es ist daher im Sinne aller Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümern, wenn der Etat zu diesem Einzelplan in den kommenden Beratungen noch Nachbesserungen erhält. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Hanna Steinmüller, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Haushaltsreden werden ja traditionell relativ viele Zahlen genannt. Ich werde an die Tradition anknüpfen, aber ich verspreche Ihnen, ohne Fußballfeldvergleiche und ohne Vergleiche mit dem Saarland. In der Zuständigkeit dieses Ministeriums liegt ja relativ viel. Ich werde mich auf die Wohnungspolitik fokussieren. Denn 82 Millionen Menschen in Deutschland, also alle, wohnen. Und von daher ist es ein Thema, das uns alle beschäftigen sollte. Dazu eine kurze Bestandsaufnahme mit 5 Punkten. Erstens Sozialwohnungen. Das ist schon ein paar Mal heute gefallen. Die Zahl der verfügbaren Sozialwohnungen ist in den letzten Jahren stark gesunken. 2006 hatten wir noch über 2 Millionen Sozialwohnungen. Letztes Jahr, als wir die Regierung übernommen haben, waren es nur noch knapp 1,1 Millionen Sozialwohnungen. Zweitens Mietbelastung. Da hat Karin Ley ja auch schon einiges dazu gesagt. Letztes Jahr galten 12,8% der Bevölkerung in Mieterhaushalten als überbelastet. Das heißt, sie haben mehr als 40% ihres Haushaltsnettoeinkommens für die Miete aufbringen müssen. Diese Zahl wird vermutlich steigen, und dagegen müssen wir Antworten finden. Dritte Herausforderung, die Energiepreise. Durch die Abhängigkeit von russischem Gas und Putins Krieg auf die Ukraine sind die Gaspreise explodiert. Allein in der letzten Heizperiode sind die Energiepreise, die Kosten fürs Heizen mit dem Gas haben sich verdoppelt. Vierte Herausforderung, die heute noch nicht gefallen ist, die Barrierefreiheit. Unsere Gesellschaft wird älter. Trotzdem sind nur 1 bis 2% der Wohnungen aktuell barrierearm. Fünftens, auch das ist leider noch nicht gefallen, aber trotzdem ein großes Thema, die Wohnungslosigkeit. In Deutschland sind 180.000 Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen und leben entweder in Notunterkünften oder anderen Gemeinschaftsunterkünften. Dazu gibt es noch Menschen, die vollkommen ohne Obdach sind und auf der Straße leben. Gegen diese Herausforderung müssen wir etwas tun. Und die gute Nachricht ist, der Haushaltsentwurf für 2023 findet auf viele dieser Herausforderungen auch Antworten. Der soziale Wohnungsbau wird gestärkt. Wie versprochen, kommen 2,5 Milliarden Euro dazu. Das Wohngeld wird ausgebaut. Darüber wurde heute viel gesprochen. Und Herr Kiesling, ja, natürlich wäre es schöner, wenn weniger Menschen Wohngeld brauchen würden. Das stimmt. Deswegen haben wir den Mindestlohn erhöht. Deswegen machen wir viele Maßnahmen. Aber in einer akuten Krise zu sagen, wäre ja besser, wenn die Leute es nicht brauchen, finde ich relativ zynisch. Deswegen finde ich, muss man ja reagieren. Und in der Zeit, wo viele Menschen Bedarf haben,
schnell kurzfristig was ändern. Deswegen ist es gut, dass das Wohngeld auf 2 Millionen Menschen ausgeweitet wird. Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Mit dem KfW-Programm Altersgerechter Umbau fördern wir Maßnahmen zum Zwecke der alten- und behindertengerechten Anpassung von Wohngebäuden. 2023 werden nach dem Haushaltsentwurf 63 Millionen Euro dafür bereitstehen. Und die letzte Antwort: Wir fordern vielfältige Wohnformen. Das ist gerade mir oder uns als Grünen besonders wichtig. Mit dem neuen KfW-Programm zum Erwerb von Genossenschaftsanteil senken wir für Menschen das Startkapital und damit die Hürden, sich an Genossenschaften zu beteiligen. Dieses Programm läuft gerade an, und wir werden die Mittel in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Was fehlt noch von den Herausforderungen? Wir brauchen eine langfristige Veränderung am Wohnungsmarkt. Denn wir müssen die Wohnung nicht mehr für Investoren bauen, sondern für die Menschen, die darin wohnen. Wir brauchen mehr dauerhaft bezahlbaren Wohnraum. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine neue Wohngemeinnützigkeit einführen, die genau dafür sorgt, dass Wohnungen dauerhaft unter dem Mietspiegel vermietet werden. Dafür fehlt noch ein Bekenntnis im Bundeshaushalt, aber es heißt ja Haushaltsberatung und auch Haushaltsverhandlungen. Deswegen bin ich schwer optimistisch, dass wir da auch noch was verändern können. Und das Zweite ist der nationale Aktionsplan Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass wir bis 2030, das ist in 8 Jahren, Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Deutschland überwinden wollen. Die Zeit ruft also. Von daher erwarte ich, dass wir in den Haushaltsverhandlungen auch dafür noch mal Geld einstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderungen sind groß. Wir haben verschiedene Antworten, und ich freue mich nun, für diese verschiedenen Wohnformen Antworten zu finden und auf die Verhandlungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Münzenmeier, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, laut Statista ist eine der größten Sorgen der 18- bis 24-Jährigen in unserem Land, dass sie in Zukunft überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum finden. Und diese Sorge ist leider berechtigt. Denn schon letztes Jahr fehlten knapp 630.000 Wohnungen in Deutschland, und nun verschärft sich die Lage. Und im kommenden Winter, das haben wir heute mehrfach gehört, entwickeln sich die eigenen 4 Wände also auch noch zu einer Kostenfalle. Das Grundbedürfnis Wohnen ist mittlerweile zum Luxusgut verkommen. Aber in dieser Legislatur sollte doch eigentlich alles besser werden. Noch im Dezember 2021 versprachen Sie, meine Damen und Herren, von der Ampel vollmundig den Bau von 400.000 Wohnungen im Jahr. Und ein neues Ministerium mit knapp 15 Millionen geplanten Personalbudget sollte endlich die Wohnungsnot in unserem Land beseitigen. Also ziehen wir mal nach den ersten Monaten eine kleine Bilanz. Das Einzige, was dieses neue Ministerium bislang gebaut hat, sind Luftschlösser, meine Damen und Herren. Selbst Ihre eigenen Leute glauben doch gar nicht mehr an ihre Ziele. Menschen müssen den Bau, ja Sie vielleicht, aber Herr Daltrup nicht, hat sich zumindest in der Presse so zitieren lassen. Menschen müssen den Bau ihres lang ersehnten Eigenheims abbrechen, weil die Ampel die KfW-Förderung mehrfach verstolpert und sogar abrupt gestoppt hat, sodass die Bauherren vor den Trümmern der eigenen Planung sitzen. Während Sie also wieder mal Steuergelder in der ganzen Welt verteilen, ist für den ganz normalen deutschen Bürger leider nichts mehr da, meine Damen und Herren. Ihr Ministerium, Frau Geiwitz, hat es Medienberichten zufolge in 8 Monaten nicht mal geschafft, einen funktionierenden Telefonanschluss zu gewährleisten. Stattdessen fabulieren Sie von der Eindämmung des Baus von Einfamilienhäusern und möchten aus Klimaschutzgründen am liebsten die Quadratmeter reduzieren. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen schon nichts Ordentliches einfällt, dann greifen Sie doch wenigstens unsere sinnvollen Vorschläge auf. Erstens. Unser Land muss endlich ein Land der Eigentümer werden. Während die Eigentumsquote in der von uns maßgeblich finanzierten EU ungefähr 70% beträgt, liegen wir hier in Deutschland bei mageren 50%. Der AfD-Lösungsvorschlag liegt auf dem Tisch, wurde von Ihnen allen mehrfach abgelehnt. Schaffen wir die Grunderwerbssteuer für den Erwerb von selbstgenutztem Eigentum ab und sorgen dafür, dass sich junge Familien in Deutschland wieder ein kleines Häuschen leisten können. Zweitens. Wir wollen Bauen fördern, anstatt Neubauten zu verhindern. Also bauen Sie Bürokratie ab und hören Sie endlich damit auf, allen Bauherren in Deutschland Tag und Nacht mit neuen wahnsinnigen Klimaregularen auf den Geist zu gehen, meine Damen und Herren. Und zu guter Letzt, auch wenn Sie es nicht hören wollen, wer wenig Wohnraum hat, muss priorisieren.
Also schieben Sie die knapp 300.000 ausreisepflichtigen Ausländer endlich ab, die Wohnraum blockieren und die sich hier in Deutschland überhaupt nicht mehr aufhalten dürfen, meine Damen und Herren. Deutschland hat Eigenbedarf. Schreiben Sie es hinter die Ohren und agieren Sie endlich im Sinne unserer eigenen Bürger. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als Nächstem lauschen wir dem Kollegen Daniel Föst, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, extra für die AfD erwähne ich es. Wir machen Deutschland zu dem Einwanderungsland, das es sein muss. Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Zuwanderung und wir brauchen diejenigen, die die Wohnungen bauen. Und Ihre ständige Abschiebe-Anti-Ausländer-Rhetorik ist unerträglich. So. Jetzt können Sie sich mit sich selber beschäftigen. Wir machen Politik, die sollen sich mit sich selber beschäftigen. Muss mal zur CDU, CSU einfach mal feststellen, das wird ja teilweise unfreiwillig komisch. Wenn der Herr Breilmann erklärt, die CDU, CSU erklärt uns, wie Eigenheim- und Eigentumsförderung geht, dann frage ich mich, nach 16 Jahren unter CDU-CSU-Führung in der Bundesregierung sind weniger Menschen im Eigentum als vorher. Am Ende ist die Eigentumsquote gesunken und Sie stellen sich hierher und sagen, ihr wisst, wie es geht. Nein, das tut ihr nicht, ausweislich der Zahl. Ich mache aber einen Haken ran, dass wir beim Thema des Wohneigentums noch große Hausaufgaben vor uns haben. Es ist ja Konsens. Die Gesellschaft wollen, die Menschen wollen es. Ich will auch. Ja, also Wohneigentum ist wichtig. Der soziale Effekt des Wohneigentums ist nicht zu unterschätzen. Und da werden wir auch rangehen. An der Grunderwerbsteuerreform wird gearbeitet. Hat die ewig nicht hinbekommen. Kollege von der SPD hat es vorhin auch erwähnt. An Eigenkapitalersetzenden Darlehen wird gearbeitet. Es gibt nach wie vor das KfW-Programm zur Zinsvergünstigung. Das sind alles Themen, die auf die Wohneigentumsförderung einzahlen werden. Und die werden deutlich besser werden als alles, was ihr mit Multimilliarden erreicht haben am Ende dieser Legislatur. Wird die Wohneigentumsquote steigen, da bin ich mir sehr sicher. Zweiter Punkt, sehr unfreiwillig komisch von der Union. Ich weiß, dass sich die Ampelregierung sehr ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Ich weiß es. Und nach dem, was wir vorgefunden haben, waren diese ehrgeizigen Ziele auch notwendig. Aber wenn ich jetzt die Redner der Union verstanden habe, dann wäre die richtige Antwort darauf, oh, die Ziele sind ehrgeizig und schwer. Ey, lasst uns die Ziele kassieren. Und das sage ich euch mal, Herr Lucksack und Herr Breilmann, wenn die Ziele ehrgeizig sind, wenn die Aufgaben schwer sind, dann liegt es an uns hier im Bundestag, ohne die da drüben, da liegt es an uns hier im Bundestag, diese Anforderungen aufzunehmen, die Weichen zu stellen und dafür sorgen, dass es besser wird. Und wenn wir nicht auf 1.000 Wohneinheiten genau das Ziel erreichen, wir werden nicht aufgeben, bis das Wohnen für alle bezahlbar bleibt, bis die Menschen im Wohneigentum sind und bis irgendwann die 400.000 Wohnungen stehen. So. Und dazu, es ist ja kein Geheimnis, die Zusammenarbeit in der Ampel macht Spaß. Marian Hakenrand, vielen Dank, Sie Zellschröder. Es macht ja Spaß, aber wir sind nicht immer einer Meinung. Es ist ja kein Geheimnis. Aber in diesem Haushalt, da sind wichtige Weichenstellungen drin, die lange Jahre gefehlt haben. Die Bauforschung wird ausgeweitet. Ja, wir brauchen neue Baumaterialien. Ja, Holz ist nicht die alleinige Lösung. Ja, Beton muss CO2-frei werden. Die Bauforschung wird ausgeweitet. Die Digitalisierung, Building Information Modeling wird ausgeweitet. Smart City-Konzept kommt. Wir haben viele, viele Punkte, die in die Zukunft zeigen. Und jetzt werden wir noch den Regelungsrahmen angehen, weil wir nicht alles über den Haushalt machen können. Und da wird die Ampel liefern. Das haben wir beim LNG-Gesetz gesehen, beim Wind-an-Land-Gesetz und beim Wind-auf-See-Gesetz. Und das werden wir machen und dann werden wir die Probleme lösen. Und da brauche ich keine Union, die mir erzählt, wie es geht, weil ihr habt 16 Jahre lang nicht hinbekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Föst. Sie können jetzt gleich antworten. Als Nächster das Wort der Kollege Ulrich Lange, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, lieber Kollege Föst, da war eine ganze Menge Frust über die eigene Regierung jetzt gerade in der Rede, aber manchmal muss einfach so ein Ventil raus und dann geht es einem zumindest menschlich besser. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Dreivierteljahr haben wir jetzt ein eigenes Bauministerium. Wir haben jetzt mit diesem Haushalt eine eigene Handschrift der Ministerin erwartet. Wir haben eigene Ideen erwartet. Wir haben ein Organigramm erwartet. Es schaut übrigens so aus im Internet. Nur damit jeder mal sieht,
wie im Internet das Organigramm ausschaut. Das sind ein paar Strichmännchen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht darum, dass jetzt hier mehr als nur angekündigt wird. Es geht darum, liebe Ministerin, dass dieses Ministerium ins Arbeiten kommt, nämlich nicht nur Fragen, lieber Kollege Kurt, Holzbau versus Beton. Nein, wir werden beides brauchen. Wo ist die angekündigte Novelle des Baugesetzbuches? Große Töne, wir wissen, wie schwierig. Ja, da brauchen wir nicht lachen, lieber Kollege Daldrup. Wir wissen, wie schwierig das ist. Große Töne, nichts gekommen. Bündnis für bezahlbares Wohnen. Groß angekündigt, bisher nichts Neues. Genossenschaftsanteile, 2,6 Millionen insgesamt. Was ist denn das wirklich für eine Finanzierung? Das ist nichts. Das ist maximal so viel Einstieg. Aber da würde ich mich an Ihrer Stelle nicht feiern lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auf der anderen Seite haben Sie das Vertrauen der Menschen erschüttert. Derer, die bauen wollen, derer, die sanieren wollen, derer, die auf Klimaschutz gesetzt haben, derer, die auf altersgerechten Umbau gesetzt haben. Ob es 13-1 für Habeck oder 10-0 für Habeck ist, spielt doch keine Rolle. Liebe Ministerin, setzen Sie sich endlich im Kabinett für die Interessen der Bauwilligen ein. Machen Sie, schaffen Sie Planungssicherheit, dass die Menschen in ihren vier Wänden wirklich weiter glücklich wohnen können. Zu den Energiekosten. Das ist natürlich ein ganz großer, ich werde es nicht zulassen, ein ganz großer Witz an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, mit der Vorwärtsbrille. Wir bräuchten mehr Angebot bei der Energie. Und was haben Sie gestern beschlossen? Die AKWs abzuschalten. Nicht mehr Angebot, sondern weniger Angebot. Wir haben gesagt, Laufzeitverlängerung. Wir haben gesagt, die Energiekosten müssen gesenkt werden auf diese Weise. Handeln Sie für die Menschen, Frau Ministerin, handeln auch Sie als Bauministerin im Kabinett für bezahlbaren Wohnraum. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Timo Schisanowski, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Der heute in erster Lesung zur Beratung stehende Etatentwurf des Bundesbauministeriums ist ein guter und gelungener. Denn mit ihm statten wir das Bauen und Wohnen in unserem Land verlässlich und verantwortungsbewusst mit den notwendigen finanziellen Mitteln aus. Dies ermöglicht auch im kommenden Jahr Gesamtausgaben von 5 Milliarden Euro, davon allein für Zukunftsinvestitionen in das Bauen und Wohnen 3,87 Milliarden. Damit realisieren wir mehr gutes, bezahlbares Wohnen und sorgen so auch für soziale Sicherheit in unserem Land. Und das allen gegenwärtigen Krisen zum Trotz. Krisen, wie sie eine Regierungskoalition zuvor noch nie so vielfach und so schwerwiegend zu meistern hatte. Umso mehr danke ich im Namen der ganzen SPD-Bundestagsfraktion der Ministerin Clara Geiwitz und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im neuen Ministerium für ihre erfolgreich geleistete Arbeit für diesen Entwurf. Und neben der richtigerweise massiv gesteigerten Förderung des sozialen Wohnungsbaus und den konstant hohen Mitteln für Familien mit dem Baukindergeld zählt auch die Städtebauförderung erfreulicherweise verlässlich und völlig zu Recht zu den wichtigsten Einzelposten im Etat, mit summierten Mitteln von insgesamt knapp über 1 Milliarde Euro. Eine Milliarde, die auch weiterhin richtig und wichtig ist, weil die Städtebauförderung ein unverzichtbarer Bestandteil kommunaler Stadtentwicklung ist. Noch dazu löst jeder Euro, den wir in die Städtebauförderung geben, zusätzliche 7 Euro private oder öffentliche Bauinvestitionen aus. Unterm Strich
entsteht so eine starke, mehrere Milliarden Euro schwere Investitionssumme, die unseren Bürgerinnen und Bürgern spürbar zugutekommt. Spürbar ganz konkret in den Städten und Gemeinden. Inzwischen ist die Städtebauförderung, ursprünglich vom damaligen Bundeskanzler Willy Brandt angestoßen, eine über 50-jährige Erfolgsgeschichte, und sie hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Vor meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter war ich beruflich bei einer großen kommunalen Wohnungsgesellschaft im Ruhrgebiet tätig. Und hier konnte ich immer wieder selbst erfahren, in einem Quartier zu leben und sich dort wohlzufühlen, das ist viel mehr, als in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Im Idealfall geht guter, bezahlbarer Wohnraum immer auch einher mit einem attraktiven Wohnumfeld. Und aus diesem beruflichen Hintergrund heraus weiß ich, was Städtebauförderung praktisch vor Ort bedeutet, insbesondere was sie alles imstande ist, zu leisten und zu ermöglichen. Auch im Sinne von mehr Nachhaltigkeit, der großen Herausforderung unserer Zeit. Und folgerichtig sichern wir die Nachhaltigkeit in den Wohnquartieren mit gezielten Förderprogrammen. Nur stichpunktartig seien hier genannt die kommunale Wärmeplanung, Lüftungsschneisen gegen Hitze, Versickerungsflächen gegen Hochwasser sowie urbane Grünflächen für Erholung und gute Luft. Insgesamt legen wir als SPD-Fraktion deshalb auch in dieser Legislaturperiode großen Wert darauf, dass wir die Erfolgsgeschichte der Städtebauförderung verlässlich fortführen, und der vorliegende Etatentwurf stellt dies sicher gut so. Doch nicht nur aus meiner beruflichen Erfahrung, auch aus meinem nordrhein-westfälischen Wahlkreis in Hagen und dem südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis weiß ich, wie wichtig diese Städtebauförderprogramme für die Menschen vor Ort sind. So sind in die Städte meines Wahlkreises seit Bestehen des Programms mehr als 40 Millionen Euro Städtebaufördermittel geflossen und häufig in sozial benachteiligte, strukturschwache Stadt- und Ortsteile, die dringend auf unsere Hilfe angewiesen sind. Und oftmals gelingt es auf diesem Weg erfreulicherweise, dass die Städtebauförderung finanzschwache Kommunen wie meine Heimatstadt Hagen bei der Finanzierung nicht nur unterstützt, sondern sie ermöglicht überhaupt erst etliche Baumaßnahmen. Werte Kolleginnen und Kollegen, die Haushaltsplanberatungen gehen noch in die entscheidende Phase. Doch ein guter, gelungener Entwurf liegt hierzu wie exemplarisch ausgeführt vor. Bundesbauministerin Clara Geiwitz, die von unserem Kanzler Olaf Scholz geführte Bundesregierung insgesamt und gemeinsam mit Ihnen allen voran, wir als SPD-Bundestagsfraktion, zusammen stark schreiben wir das Thema Bauen und Wohnen mit Nachdruck groß. Doch ganz entscheidend, wir stellen hier allen gegenwärtigen Kriegen zum Trotz, wie zuletzt erst am Wochenende beim großen Entlastungspaket auch erfolgreich und eindrucksvoll bewiesen, wir stellen hierfür verlässlich und verantwortungsbewusst die notwendigen finanziellen Mittel bereit. Die Menschen in unserem Land, sie können sich auf uns verlassen. Wir packen es zusammen stark an. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Letzter Redner zu diesem Einzelplan ist der Kollege Markus Uhl, CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Regierungsentwurf des Einzelplans 25 des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, den wir heute beraten, umfasst ein Volumen von knapp über 5 Milliarden Euro. Der Plafond wird nach der mittelfristigen Finanzplanung auf 6,3 Milliarden Euro bis 2026 ansteigen. Das ist eine Steigerung von mehr als 25% gegenüber dem Entwurf für das kommende Jahr. Das sind enorme Verpflichtungen für die Zukunft. Und dabei ist der vorgelegte Regierungsentwurf wahrlich ein Entwurf. Ein Entwurf, der auf tönernen Füßen steht, von dem wir heute am Beginn der Beratungen noch überhaupt gar nicht wissen, wo wir am Ende rauskommen. Beispiel: Im Juli haben das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesbauministerium ein Sofortprogramm zur Erreichung der Klimaschutzziele im Gebäudesektor vorgestellt. Soweit so gut, haushalterische Abbildung noch unklar. Das Bundesbauministerium und das Bundesfinanzministerium betreiben das Projekt Reform des Bundesbaus.
Das ist auch mit guten Projektmitteln ausgestattet. In Kürze, Frau Ministerin hat es gesagt, sollen die Ergebnisse vorgelegt werden. Haushalterische Abbildung unklar. Und vor allen Dingen geht es ja hier auch um Personal. Und Personal ist sowieso ein gutes Stichwort. Sie schreiben selbst, dass sich die Haushaltsansätze noch erhöhen werden, insbesondere weil das Personal noch nicht vollständig abgebildet ist. Es fehlen noch mehr als 320 Planstellen und Stellen, die aus dem ehemaligen Bundesinnenministerium übertragen worden sind. Und ganz aktuell nehmen wir das Entlastungspaket, das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung, Stichwort Wohngeld. Politisch kann man darüber streiten, sicherlich sinnvoll, aber das kostet sicherlich mehrere hundert Millionen Euro. Keiner weiß, wo wir heute am Ende landen. Meine Damen und Herren, ich kann ja verstehen, dass die Regierung auf aktuelle Entwicklungen reagiert. Das ist auch gut und richtig so. Aber wenn man dabei lange zögert und zaudert, sich streitet, hin und her rudert, dann wird das auch mal eng. Und dann kann es nicht sein, dass handwerkliche Dinge, planbare Dinge, immer noch nicht im Haushalt des Ressorts abgebildet sind, wie zum Beispiel das Thema Stellen oder wie zum Beispiel das Organigramm. Ich kann nur bestätigen, mir liegt es aus Haushalter auch nicht vor. Das Organigramm findet man auf der Homepage als Strichmännchenzeichnung, meine Damen und Herren. Das widerspricht Prinzipien wie Transparenz, wie Haushaltsklarheit, Haushaltswahrheit. Die leiden darunter und die Kontrolle durch den Haushaltsgesetzgeber, aber auch durch den Rechnungshof wird erschwert. Zum Haushalt in inhaltlicher Art. Der Haushalt, die Wohnungsbauförderung umfasst in diesem Jahr im Regierungsentwurf 1,275 Milliarden Euro. Das ist der politische Schwerpunkt, den Frau Ministerin gesetzt hat. Und sie hält am Ziel, jährlich 400.000 Wohnungen, davon 100.000 Sozialwohnungen zu bauen, fest. Und dabei, das haben wir heute schon mehrfach gehört, ist dieses Ziel leider Makulatur geworden. Wir erleben einen Einbruch der Aufträge im Wohnungsbau um 18%. Die Zahl der Baugenehmigungen geht zurück. Und das betrifft eben nicht nur den Einfamilienwohnungsbau, sondern auch den Geschosswohnungsbau. Auch öffentliche Bauträger geben mittlerweile derartige Projekte auf oder verschieben sie ganz aktuell. Und mittlerweile auf der anderen Seite können sich auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft das Eigenheim nicht mehr leisten. Und das liegt an, ja, explodierenden Baukosten, Materialengpässen, Fachkräftemangel, Baulandmangel, steigenden Zinsen, dem Förderchaos bei der KfW oder immer mehr Vorschriften und immer höheren Standards, meine Damen und Herren. Darauf braucht es eine Antwort, Frau Ministerin. Und eins ist auch klar, Geld allein hilft da auch nicht. Ja, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten in der Tat. Eine ist ja schon angekündigt worden, die Abschreibungsregeln sollen zur Mitte nächsten Jahres verbessert werden. Das ist reichlich spät. Wir brauchen aber schnellere Genehmigungsverfahren. Wir brauchen eine Harmonisierung von Bauvorschriften. Wir brauchen vereinfachte Regeln für Bauen im Bestand. Wir brauchen weniger Standards. Wir müssen auch über das Thema Grunderwerbsteuer reden, in der Tat mit den Ländern. Wir brauchen steuerliche Anreize. Wir brauchen Programme wie Jung kauft alt. Und wir brauchen Förderungen für Umnutzungen, zum Beispiel ehemaliger Gewerbeimmobilien. Diese Anstrengungen in diese Richtungen müssen erhöht werden. Und der letzte Punkt, meine Damen und Herren. Sie selbst schreiben in puncto Förderprogramme in Ihrem Ampel-Koalitionsvertrag, wir werden unseren Einsatz für altersgerechtes Wohnen und Barriereabbau verstärken und die Mittel für das KfW-Programm auskömmlich aufstocken. Jetzt schaut man in den Haushaltsentwurf von Ihnen für das nächste Jahr rein, dann kürzen Sie das Programm um 42 Millionen Euro ein. Und nachdem Sie bereits in diesem Jahr nur noch 105 Millionen Euro bereitgestellt haben, der Topf in diesem Jahr aktuell schon leer ist, meine Damen und Herren, das ist das Gegenteil von einer auskömmlichen Finanzierung. Und deshalb, es braucht mehr Klarheit und mehr Verlässlichkeit. Mehr Klarheit bei den Zuständigkeiten, zum Beispiel bei den Förderprogrammen zwischen den Ressorts. Mehr Klarheit beim Thema Bundesbau. Wer hat denn da eigentlich den Hut auf? Ist es das Bundesfinanzministerium? Ist es das Bundesbauministerium? Wie sieht die Organisationsstruktur aus? Wir brauchen mehr Klarheit bei Ihren Zielen. Lösen Sie konkurrierende Ziele auf. Setzen Sie klarere Prioritäten. Und bei den Förderprogrammen gilt, hin und her hilft nicht. Sie sehen aktuell, was Verunsicherung am Baubereich anrichten kann. Und deshalb brauchen wir Planungssicherheit und Verlässlichkeit und eine klare Prioritätensetzung. In diesem Sinne, das ist die Messlatte für uns in den kommenden Beratungen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Uhl.
Weitere Wortmeldungen zu diesem Einzelplan liegen nicht vor. Damit kommen wir zum Geschäftsbereich.